Filmer, Weilburger Straße. Die Grabungen rund um das historische Wiesentor mit seinem Zwinger werden fortgesetzt. Archäologe Dr. Erik Biermann wird die Bauarbeiten der Kanalisierung zukünftig begleiten und bei Bedarf vermessungstechnisch erfassen. Wir stehen hier bei den aktuellen Bauarbeiten zur Kanalerneuerung Weilburger Straße im Bereich des vormaligen Wiesentores. Von diesem sind einige Mauern freigelegt worden. Außerdem Mauerreste der davor gelagerten, vormals dreibogigen Brücke. Und in diesem Bereich erkennen wir sowohl die Außenfrontmauer des Wiesentores als auch den ersten Bogen des Brückenbaues, wo vormals wohl unter dem zweiten der Bögen der Bach, der inzwischen verrohrt läuft, durchlief. Wir machen hier eine archäologische Aufnahme, und zwar mit dem sogenannten SFM-Verfahren, Structure from Motion. Das heißt, es ist heute möglich, wenn man eine große Fotoserie aus verschiedenen Winkeln anfertigt, dass man die im Computer als 3D-Modell berechnen lässt. Die bunten Punkte, die man hier sieht, sind Messpunkte, um dieses 3D-Modell anschließend auch in Geokoordinatensystem, sei es Gauss-Krüger, UTM, welche Koordinaten auch immer, einhängen und genau verorten zu können. Es zeigte sich bei der ersten Vermessung, dass das Wiesentor nicht in einem rechten Winkel zur Brücke stand, sondern leicht angewinkelt. Um hier ein eindeutiges Urteil fällen zu können, muss man das weitere Öffnen des Kanalgrabens in Richtung Rathaus abwarten. Dieser Bereich der Toranlage dürfte die meisten und interessantesten Informationen liefern. Nachdem wir die bereits offenen Bauabschnitte dokumentiert haben, begleite ich alle weiteren Baumaßnahmen in der Hoffnung, auf der Innenseite des Tores noch die zweite Mauer des Wiesentores dokumentieren zu können, und in diesen Zwischenabschnitten, wo jetzt hier der kleinere Bagger steht, der Mini-Bagger, eventuell noch weitere Teile der vormaligen Brückenbögen dokumentieren zu können. Weiter in nördlicher Richtung ist vom historischen Brückengemäuer weit weniger übrig geblieben. Das ist insofern koordiniert, dass wir den Bauablauf zwar begleiten, aber weitestgehend ungestört, also bauseitig ungestört belassen, weil wir eben auch durch dieses genannte SFM-Verfahren sehr zeitnah neu eröffnete Abschnitte bearbeiten können. Das heißt, wenn ein Altrohr entnommen worden ist und wir haben das schlichte Loch wie hier, brauche ich eventuell eine halbe Stunde, um das dann fotografisch zu dokumentieren, und dann kann es bauseitig auch schon weitergehen. Der Zwinger, also die Brücke über den Stadtgraben, wurde vermutlich mit dicken Holzbohlen belegt. Dies diente unter anderem, bei Gefahr durch feindliche Truppen, dem raschen Abtragen der Brücke. Kann man damit rechnen, dass man noch irgendwelche Gegenstände aus der damaligen Zeit findet? Aus der Bauzeit eher unwahrscheinlich, eher aus der Zeit der Verfüllung. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wann hier verfüllt wurde. Ich schätze um 1800 herum. Dabei können natürlich Gegenstände mit in die Planierung, Verfüllung hineingeraten sein. Ältere Funde wäre reiner Zufall. Also rechnen tue ich damit nicht. Freuen wir uns natürlich trotzdem.